Alles begann 1875 in einer böhmischen Kleinstadt namens Maffersdorf. Ferdinand Porsche war das dritte von fünf Kindern. Die Endzeit der österreichisch-ungarischen Monarchie war angebrochen, die Moderne hatte begonnen. Die Menschen waren fasziniert von der Technik und Ingenieure wie Ferdinand Porsche waren ihre neuen Helden. Noch vor dem Ersten Weltkrieg konstruierte der junge Ferdinand Porsche unzählige Fahrzeuge. Und kurz vor dem Zusammenbruch der alten Ordnung erhielt er 1916 einen kaiserlichen Orden für seine Konstruktionen. Ferdinand Porsche war ein Mann, der, was die Technologie betraf, was das Verständnis für Technik betraf, eines der ganz, ganz großen Genies ist und ein Mann, der das Automobil entscheidend geprägt hat. Ein Mann, der andererseits, ich sag mal, es nicht einfach hatte mit seinen Arbeitgebern. Der hat relativ oft seinen Arbeitgeber gewechselt. Er war ein Mann, der auf der Suche nach der Perfektion nicht so sehr auf das Geld geschaut hat. Das heißt, die Entwicklungen, die er gemacht hat, waren größtenteils sehr, sehr teure. Beispielsweise die legendären Kompressor Mercedes bei Austro Daimler, all diese Autos. Und der sich dann selbstständig gemacht hat. 1931, mitten während der Weltwirtschaftskrise, gründete Ferdinand Porsche einen Ingenieursbetrieb in der Automobilhochburg Stuttgart. Dort konstruierte er die legendären Auto-Union-Rennwagen. 32 von 64 Grand Prix-Rennen gewannen Fahrer wie Hans Stuck und Bernd Rosemeyer zwischen 1932 und 37 für die Auto-Union. Dank Porsche war die Vorherrschaft der Mercedes-Silberpfeile gebrochen. Natürlich wurden die technikbegeisterten Nationalsozialisten schon früh auf das Konstruktionstalent von Ferdinand Porsche aufmerksam. Im Auftrag des Dritten Reiches hat er dann ein Fahrzeug für die breite Masse entwickelt, für das Volk, das sogenannte Volkswagen. Der Begriff ist ja dann später auch daraus entstanden. Und er hat schlicht und einfach, ich sag mal, den Kontakt zu den Mächtigen damals gesucht. Aber nicht, weil er überzeugt war von der Ideologie der Nationalsozialisten, sondern weil er schlicht und einfach in ihnen die Menschen gesehen hat, die es ermöglicht haben, seine Träume zu realisieren. Ferdinand Porsche wurde Adolf Hitlers Lieblingskonstrukteur. Er teilte Hitlers Vision der Massenmotorisierung. Ein vollwertiges, günstiges und zuverlässiges Auto, das für jedermann erschwinglich sein sollte. Porsches Käfer war revolutionär. Leichtbau, strömungsgünstige Karosserie und Heckmotor waren neue Ideen. Ausgiebige Tests der Prototypen bestätigten deren Richtigkeit. Das Auto fuhr zuverlässig und begeisterte Hitler. Porsche wurde folgerichtig Hauptgeschäftsführer der Volkswagen GmbH. Jetzt musste eine Fabrik her, wo der Käfer in großen Stückzahlen gebaut werden konnte. 1936 reiste er deswegen nach Amerika, um sich in den Fabriken von Henry Ford umzusehen, der als erster die Serienfertigung von Automobilen am Band entwickelt hatte. Mit dem T-Modell hatte Ford als einziger Hersteller ein erschwingliches Massenprodukt im Angebot. Nach seiner Rückkehr wurde in Wolfsburg mit dem Bau der Volkswagen-Fabrik begonnen. Und schon bald rollten die ersten VW-Käfer über die noch leeren Autobahnen Deutschlands. Um dem Mythos Porsche auf die Spur zu kommen, sollte man einfach wissen, dass es 1939 ein geplantes Rennen gab. Berlin-Rom, Berlin. Das war von den Nationalsozialisten und auch von den entsprechenden Machthabern in Italien als Zelebrierung der fertigen Autobahnen gedacht. Es sollte ja eine Wettfahrt stattfinden, Berlin-Rom. Und zwar gerade im September, knapp danach, nachdem der Krieg angefangen hat. Das wurde natürlich abgesagt und für diese Veranstaltung haben wir drei VWs mit einer Stromlinienkarosserie gebaut. Bei diesen Fahrzeugen haben wir gesehen, was man aus so einem kleinen Auto mit einer günstigen Karosserie, mit einem geringeren Gewicht, also Leichtmetallkarosse und so weiter, machen kann. Der Kriegsausbruch bedeutete auch erst einmal das Ende des Käfers. Die Fertigung im Volkswagenwerk wurde umgestellt. Dort wurde nun der Kübelwagen montiert. Porsche hatte die Technik des Käfers an die Erfordernisse der Wehrmacht angepasst. Daneben konstruierte er auch anderes Kriegsgerät. Wegen seiner Rolle im Dritten Reich steckten ihn die Franzosen nach dem Krieg ins Gefängnis. Er kam als kranker Mann zurück
Ich glaube, dass es ihm gut gefallen hat und das sieht man auch auf diesen Fotos mit ihm und seinem Sohn zusammen. Ich glaube, dass es ihm gut gefallen hat, dass sein Sohn das vorangetrieben hat, dass sein Sohn dann das erste eigene Auto unter dem Namen Porsche gebaut hat. Und man hat bei diesem berühmten Bild, wo Vater und Sohn gemeinsam zu sehen sind, wie sie auf den Porsche Nummer 1 schauen, schon das Gefühl, dass er wohlwollend auf das Auto schaut. Tatsächlich war Sohn Ferry Porsche während der Haft seines Vaters nicht untätig geblieben. Nicht zuletzt, um die Haftentlassungskaution für seinen Vater zu verdienen, hatte er bald nach Kriegsende in Österreich mit dem Bau eines eigenen Sportwagens begonnen. Daraus entstand dann 1948 der Porsche 356, das erste Serienfahrzeug, das den Namen Porsche trug. Es war eine riesengroße Nische da. Und Porsche hat diese Nische erkannt und hat halt eben mit diesem schwäbischen Tüfteln und mit dieser Suche nach der Perfektion dieses Auto jedes Jahr besser gemacht. Das war letztlich gesehen nichts anderes als ein VW Käfermotor, der ein bisschen, heute würde man sagen, getuned, ein bisschen weiterentwickelt war. Das Ganze in ein kleines, leichtes Automobil, handlich. Ferdinand Porsche hat sich auf viele Dinge verlassen, die existent waren, die in Wolfsburg in großen Stückzahlen gebaut wurden. Und die hat er halt eben Step by Step verfeinert. In einem Auto, so elegant, so rasant, dazu voll souveräner Überlegenheit in jeder Situation. Schnelles Sehen und Erleben. Musik der weiten Welt. Bitte steigen Sie ein, der Platz ist reserviert für Sie. Zum Autofahren in seiner schönsten Form. Ende der 50er Jahre war dieses Modell schon 10 Jahre auf dem Markt. Und man machte sich Überlegungen darüber, wie ein Nachfolger aussehen könnte. Und jetzt ist wieder diese Fähigkeit, diese Gene, die im Blut dieser Familie liegen. Nicht? Sie haben einfach einen genialen Designer da gehabt, Buzzi Porsche. Sie haben gewusst, das Auto muss leicht sein, es muss agil sein, die Stärken müssen da sein. Also war es ein relativ leichtes Auto, 1100 Kilogramm, 110 PS am Anfang. Und man hat die Gene des 356 in die damalige Neuzeit transponiert und hat daraus einfach einen Klassiker gemacht, der nun seit über 40 Jahren da ist. Das ist unvorstellbar, das Auto ist bald ein halbes Jahrhundert alt und wirkt in keinster Weise antiquiert und in keinster Weise überholt. Der Vater des 911ers, der Enkel Peter Buzzi Porsche, zeichnete bald weitere Varianten des 911ers, wie etwa den Targa, eigentlich eine Art Cabriolet mit markantem Überrollbügel. Der 911er wurde international zum Inbegriff deutscher Ingenieurskunst. Doch auch ein Porsche kann ins Schleudern kommen. Dass Porsche eine Zeit lang in große Probleme gekommen ist, lag nun daran, dass es einen Vorstandsvorsitzenden gab, der gedacht hat, dass das mit diesem 911er nicht weitergehen kann. Nach 20 Jahren muss das ein Ende haben. Also müssen wir etwas Neues entwickeln, um den 911er zu ersetzen. Es wurde eine Parallelwelt aufgebaut, die Porsche aber in große Probleme gebracht hat, weil man plötzlich einen luftgekühlten 6-Zylinder-Boxermotor, einen wassergekühlten 8-Zylinder, einen wassergekühlten 4-Zylinder-Motor bauen musste, mit lauter Teilen, die untereinander nicht kompatibel waren. Und das hat sich aber unterm Strich gesehen nicht gerechnet. Dafür war die Firma zu klein, sich 3 Modellreihen leisten zu können, mit allen Varianten. Hilfe in höchster Not brachte ein junger Manager, der 1992 bei Porsche die Verantwortung übernahm, Wendelin Wiedeking. Hier mit Firmengründer Ferry Porsche und Baden-Württembergs damaligem Ministerpräsidenten Fritz Teufel. Wendelin Wiedeking hatte in so einer Situation natürlich alle Freiheitsgrade, die man sich vorstellen kann. Er konnte halt eben wirklich sagen 928, tschüss. Er konnte sagen 968, tschüss. Er konnte sagen, denk drüber nach, wie die neue Baureihe sein muss. Er konnte sagen, Boxster ja. Er war natürlich den Familien gegenüber verantwortlich, aber ansonsten hat er alle Freiheitsgrade dieser Erde gehabt. Er konnte hemmungslos hingehen und sagen, ich hole mir jetzt von Toyota japanische Leute, Japaner, die mir zeigen, wie man eine Firma optimal ausrichtet, wie man eine Firma optimal organisiert.